1995 stand Peter Korda schon mal im Viertelfinale hier bei den US Open. Er profitierte damals von einer sehr, sehr glücklichen Auslosung für ihn. Hatte Gegner wie Schuzzo, Matsuoka, Jaco Elting, Markus Ondruschka und Vince Spadea zu schlagen. Ehe dann das Turnier nach dem Spiel gegen Andre Agassi in der Runde der letzten Nacht beendet war. Zu 6 aus seiner Sicht. Zum Satzgewinn für Jonas Bergmann. 15-0. In diesem ersten Satz war es kein entscheidender Vorteil, das Aufschlagrecht zu haben. Insgesamt 5-mal gaben beide bis zu diesem Zeitpunkt schon ihr Aufschlagspiel ab. Nicht zum ersten Mal in diesem ersten Satz geht ein Aufschlagspiel mit einem Doppelfehler zu Ende und damit musste die Entscheidung im Tiebreak fallen. Die Tiebreak-Bilanz der beiden leider viel zu kurz zu sehen. Bei Korda 18 gewonnen in diesem Jahr, 13 verloren. Bergmann hat ein paar weniger gespielt. 1-0, Bergmann. Das erste Mini-Break. 1-0 Führung Jonas Bergmann. Glücklich mit dem Rahmen getroffen. Diesen Volley. 2-0, Bergmann. Kommt ihm zugute, dass er hier extrem weit vorne steht. Irgendwie den Ball übers Netz mogelt. Schnelle 3-0 Führung für Jonas Bergmann im Tiebreak des ersten Satzes. Der eigentlich über den gesamten ersten Satz hinweg einem Rückstand hinterherlaufen musste, so auch in diesem Tiebreak. 3-1, Bergmann. Wenn man sich bei diesem Wind nicht optimal bewegt,
hat man keine Chance, das Geheimnis, das Rezept bei böigem Wind. Exzellente Beinarbeit, viele kleine Schritte, auch beim Return. Und die zum Teil recht krummen Flugbahnen des Balles einfach ausgleichen zu können. Aufschlagpunkte jetzt von Bergmann zum 5:2. Ausgesprochen geschickt gespielt vom Schweden, der da geduldig wartet. Auf der Grundlinie keinerlei Angriffsflächen bietet und darauf baut, dass wie in diesem Fall Peter Korda der Geduldsfaden reißt. Drei Satzbälle für den Schweden. Und da ging der erste Satz. Verdient, möchte ich sagen, an Jonas Bergmann. Er war der Mann, der eigentlich über die gesamte Dauer dieses ersten Mal gesehen. Er wusste ganz genau, wie schwer es werden würde. Wie wichtig es für ihn gewesen wäre, sich diesen ersten Satz zu holen. Erster Spielgewinn für Jonas Bergmann auch im zweiten Satz gegen einen sichtlich angeschlagenen Peter Korda. Martelli, den Italiener in der zweiten. Vier Sätze wieder gegen Martin Damm. Und dann der Klassiker gegen Pete Sampras. Und da hatten wir ganz kurz den Physiotherapeuten der ATP gesehen, der während des Seitenwechsels auf den Platz gekommen war, um Peter Korda zu behandeln. Aber was soll man Großartiges machen bei einer Erkältung mit leichter Grippe.
Der Ball war gut und deutlich spürbar, wie viel Selbstvertrauen, wie viel Zuversicht ihm der gewonnene erste Satz zusätzlich gab. Und Jonas Bergmann wollte ganz offensichtlich Peter Korda sofort zu Beginn des zweiten Satzes zeigen, wo der Hammer hängt. Zeigen, auch durch Körpersprache, zwischen den Ballwechseln, dass er durchaus bereit war, hier, wenn es nötig gewesen wäre, auch über 4 Stunden oder 5 zu gehen. Breakmöglichkeiten für Bergmann. Hier die Chance verpasst für einen schnellen 2:0. Ja, fassungslos, wie angewurzelt bleibt er da hinten stehen, Peter Korda. Den Ball hatte er im Aus gesehen. Linien und Schiedsrichter entscheiden anders. Frühes Break, schnelle 2:0 Führung für Jonas Bergmann in Satz Nummer 2. Immer wieder zwischendurch Kopfschütteln. Ich komme dazu, keine Frage. Auch im Tiebreak waren ihm ein paar Bälle an der Netzkante hängen geblieben. Von solchen spektakulären Punkten kaum aufbauen. Aber wenn Sie selbst Tennis spielen, wenn Sie selbst Sport treiben, muss man sagen, wissen Sie, wenn man hinten liegt, tut alles noch viel mehr weh. Eine Regung bei Peter Korda, auch nach solch gelungenen Aktionen. Er war viel zu sehr mit sich selbst beschäftigt. Mit seinen Schmerzen, seiner körperlichen Schwäche. 40-40. An die Nase, hatte sich in der Zwischenzeit Tempotaschentücher bringen lassen auf den Platz. Spürt man.
Die Situation auch für Jonas Bergmann nicht ganz einfach. Der hatte mit Sicherheit gemerkt, dass da etwas nicht ganz in Ordnung ist auf der anderen Seite. Die Schwierigkeit besteht darin, dann konzentriert weiterzuspielen, sich davon nicht beeindrucken, nicht aus der Konzentration bringen zu lassen. Spektakuläreren Punkte in jedem Fall von Peter Korda. Alles oder nichts. Nach 40-15. Wieder ein Stand. Wieder Spielball Jonas Bergmann. Einfach zu wenig konstant. Der 29-jährige Tscheche. Ja, Bergmann, 3 games to love. Ja, und Jonas Bergmann zieht auch dieses Spiel 7-6. Zu seinem Coach, zu Ivo Werner. Ich gebe auf, ich kann nicht mehr. Aber er blieb dann doch im Spiel. Versuchte es weiter und das Einzige, was ihn in dieser Situation hätte aufbauen können, die Erinnerung ans Match gegen Pete Sampras. Auch da lag er mit einem Satz, den er im Tiebreak verloren hatte, hinten und einem schnellen 0-3 im zweiten Satz. Hier im Übrigen nochmal diese Szene aus dem ersten Satz, bei der er sich zusätzlich zu seinen Problemen mit Nase, Kopf und Schnupfen auch noch am Handgelenk ein bisschen wehgetan hatte. Viertes Spiel also in Satz Nummer 2, 0-3 aus Quaders Sicht. Tja, ein ums andere Mal Doppelfehler von Peter Korda. Immer wieder der Ball verblasen vom Wind. Der Ball für Bergmann zu einer schnellen 4-0-Führung im zweiten Satz. Alles oder nichts spielt Peter Korda. Er wusste nur, so hatte er eine Chance. Er musste versuchen, Jonas Bergmann entscheidend aus dem Konzept zu bringen. Und das ging nur mit 100%igem Einsatz. Ja,
freut sich dieses Spiel, sein erster Spielgewinn im zweiten Satz. Jonas Björkman, der den etwas leichteren Weg in dieses Viertelfinale hatte, gab in den ersten Runden keinen Satz ab. Weder gegen Francisco Clavet noch gegen Todd Martin. Auch der French Open-Sieger Gustavo Kuerten, kein allzu großes Problem für den Schweden. Glück nur ein bisschen im Achtelfinale gegen. Aber ich sagte das ja bereits, Jonas Björkman hier bei diesem Turnier mit Doppelbelastung, im Doppel am Start und immer noch im Rennen zusammen mit Niklas Kulti. Steht er da bereits im Halbfinale. Party 15.